aus. Danke. Wir haben ja unseren traditionellen Business Lunch heute mit den Führungskräften der Aschaffenburger Banken und vom Umfeld. Auch schon, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal. Und wir wollen unseren Abgleich machen, wie immer, wie gehabt, zu der wirtschaftlichen Situation und wollen uns auch mit den Kollegen aus den, von den Banken mal abgleichen. Ja, wir haben heißes Wetter, wie immer. Ist die Konjunktur auch noch so heiß oder wie ist denn die Entwicklung zu erwarten, gerade was China betrifft, was Russland betrifft, was die ganzen Verschiebungen in den Wanderungen der Menschen betrifft? Wie wirkt sich das aus? Was ist denn zu erwarten? Also es sieht dieses Jahr ganz gut aus. Wir sind in Deutschland ja Lokomotive Europas. Wir sind mit fast 2% Wachstumserwartung unterwegs. Das ist gut. Der Dollar hilft uns, der Ölpreis hilft uns, wir haben ganz viel Rückenwind. Aber wir haben natürlich unverändert die politischen Krisen. Immer wieder Griechenland. Wir hören es schon gar nicht mehr hören. Aber es ist nicht angesprochen. Nein, aber muss man da reden. Das ist ja natürlich verunsichert das Investoren, verunsichert Konsumenten. Von daher sind wir so in einer Situation, wo alle nicht so recht wissen, wohin wird das führen. Wir sehen keine Lösung, keine schnelle Lösung. Das ist eine unendliche Geschichte. Das führt dazu, dass Konsumenten und Investoren sich zurückhalten. Nicht nur in Griechenland, in Gesamteuropa. Und das wird uns ein paar zehntelchen Wachstum kosten. Aber insgesamt für Deutschland ein gutes Bild, auch für die Welt mit 3,5% Wachstum, gute Erwartungen für dieses Jahr. Keine Dynamik, kein großer Aufschwung vor uns, aber ordentliches Wachstum. Und China haben Sie angesprochen. 24 Jahre Tiefstand bei der Wachstumsrate, das ist schon eine gefühlte Rezession. Aber ich glaube, dass die Chinesen ganz viele Möglichkeiten haben. Wer eine so geringe Staatsverschuldung hat, wer so viel Überschüsse in der Zentralbank hat, das Politbüro wird eingreifen. Man sieht das ja bei der Aktienmarktentwicklung. Gewaltige Euphorie, dann der Zusammenbruch, aber es wird dann auch sofort gehandelt. Ja, also insgesamt ein paar Krisenherde, die wir haben, aber ein ganz ordentliches Bild. Dann doch nochmal Griechenland. Ich habe jetzt heute noch nichts gehört, aber gibt es ganz neue Informationen? Oder? Nein, die Tragödie geht weiter. Das heißt, das Parlament hat jetzt ja letzte Nacht zugestimmt, wenn auch nicht die eigenen Parlamentarier, aber die Opposition. Herr Tsipras muss damit umgehen. Sehr spannend wird jetzt wieder am Wochenende. Montag ist ja die große Rate an die EZB fällig. Wenn die nicht gezahlt wird, ist die Insolvenz sofort da. Also da gibt es keine Stundung wie beim Internationalen Währungsfonds. Sicherlich wird man eine Lösung finden, aber wer soll da zahlen? Das ist noch offen. Das wird nochmal 4 Tage Diskussion bedürfen, bis wir diese Lücke schließen. Ja, und dann insgesamt leidet natürlich die Akzeptanz Europas. Nicht nur Griechenlands, sondern Europas insgesamt. Also wenn die Bundesbürger hören, über 80 Milliarden sind wieder nötig für die nächsten 3 Jahre, dann fragen die sich natürlich, was machen wir da? Wessen Geld? Wer bezahlt das eigentlich alles? Das ist sehr, sehr unangenehm, diese Diskussion. Das sind dann auch Entwicklungen, die man noch nicht in der Form hatte, hat auch keine Erfahrung in solchen Themen. Ja, ist so. Und auch die Politiker, die angebunden sind, denke ich, ist alles Neuland. Und die Argumente sind sehr vielfältig und alle haben ein kleines Stück Weisheit und Wahrheit mit dabei. Aber wie kann es gelöst werden? Es liegt auch an den Menschen dann am Ende. Na klar. Ja, dann interessiert mich ja wie immer das Zinsthema. Ist so ein Thema, was auch unsere Hörer und Leser und auch unsere Mitarbeiter interessieren. Wir werden es nochmal diskutieren heute. Mal eine kurze Zusammenfassung. Wie ist Ihre Einschätzung? Also am kurzen Ende hat sich ja gar nichts getan. Wir sind dort im negativen Bereich. 2-Jahres-Bereich Bundesrepublik Deutschland -0,25. Das wird auch so bleiben. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass Herr Draghi als flankierende Maßnahme noch mehr tun muss. Also egal, ob Griechenland dabei bleibt oder nicht, sehen wir ja, dass unsere bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen zur Stabilisierung Europas. Das heißt, wir brauchen mehr Maßnahmen. Fiskalpolitisch sind uns die Hände gebunden, die Staaten sind überschuldet, da funktioniert nichts, sondern es muss wieder die Europäische Zentralbank tun. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir noch einmal eine Etage niedriger müssen in den Zinsen. Am langen Ende, bei den 10-Jährigen, haben wir einen deutlichen Anstieg erlebt. Ja, das war ja ein heftiger Rückschlag, so von 0 auf 1. Ja. Ist jetzt vom Niveau her nicht dramatisch, aber es war sehr heftig und sehr, sehr schnell. Aber auch da müssen wir zurück. Also ich kann, das ist wirklich nicht die Zinswende. Wir haben die Strukturprobleme ja nicht gelöst, weltweit nicht.
weder in Japan noch in den USA noch bei uns. Und von daher brauchen wir weiter niedrigen Zins für eine längere Phase. Die Schwankungen werden natürlich zunehmen. Also das, was wir da erlebt haben, das ist leider Gottes kein Zufall. Diese illiquiden Märkte, dadurch, dass die EZB gekauft werden, die Märkte illiquide, sind natürlich eine Einladung für die japanischen Investoren, für die Hedgefonds, die hier massiv engagiert waren, wieder rausgehen. Das heißt, illiquide Märkte bewegen sich einfach sehr viel mehr. Das ist unschön, weil in der Vergangenheit war ja 10 Jahre Bundesrepublik Deutschland sowas von liquide, sowas von stabil, wunderbar, das ist vorbei. Jeden Tag kauft die EZB, jeden Tag wird das Marktsegment illiquider und damit anfälliger für heftige Schwankungen. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen, wann refinanziere ich mich? Bei 1 oder bei 0,5, da kann schon mal eine Welt dazwischen liegen. Ja, klar. Aber deshalb braucht man sie ja. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag.